Hallihallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, das kommt mir so vor, als hätte ich ewig kein Video mehr gedreht. Dabei sind das gerade mal 2 Wochen oder sogar ein bisschen weniger als 2 Wochen. Ich bin wieder da. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich hatte noch nie so eine lange Pause von YouTube gehabt, seitdem ich damit angefangen habe. Aber mein Kleiner war richtig krank. Der hatte eine Mandelentzündung und dann hatte er eine kleine OP gehabt. Und ich wollte einfach für ihn da sein. Also mir ging es gut, ich war nicht krank, aber ich wollte jetzt nicht so viel auf YouTube und so weiter erläutern. Ich dachte, wenn ich wieder zurück bin und diejenigen, die es interessiert, die werden ja durch dieses Video das erfahren. Ihm geht es wieder gut, er geht wieder auch in die Krabbelstube. Ich gehe auch wieder arbeiten, schon die ganze Woche jetzt, also diese Woche. Und ja, ich dachte mir, wie machen wir das jetzt? Ich möchte nicht nur für Woche 4 sparen. Es ist ja eigentlich irgendwas zwischen Woche 3 und Woche 4. Wenn ich das Video jetzt rede, wir haben den 23. Das heißt, ich habe es jetzt abends hochgeladen und für euch, ihr seht es am nächsten Morgen. Und ich habe mir gerade einfach spontan überlegt, was den Notgroschen angeht und vor allem die Steuer, werde ich definitiv schauen, dass ich alle 3 Wochen bespare. Mal gucken, wie das läuft. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es auf einem Video schaffe. In einem Video schaffe, mal gucken. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich genug Geld da drin habe. Wie viel haben wir denn hier? 100? 200, 300, 400, 400, wie viel sind das denn? 10, 20, 30, 35. Ja, mal gucken, ob das Geld ausreicht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich hoffe, euch geht das gut. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich muss sagen, mir hat das ganz gut getan, mal weniger zu tun. Aber ich habe das schon vermisst mit den ganzen Sparspielen und so. Das macht ja schon irgendwie ein bisschen. Das macht schon irgendwie süchtig. Machen wir uns nichts vor. Hier oder wegen dem Licht hier? Ich glaube, hier ist das besser. Dann blendet euch das, glaube ich, nicht so sehr. So, dann fangen wir mal an. Eine 3. 1, 2, 3. Der meint, das ist definitiv zu voll. Da landen wir hier auf dem Apfel. Und da war der doch. So, das sind 2 Euro. Das müssen wir machen. Das sind 2 Euro für diese. Dann wird nochmal gewürfelt für die dritte Woche. Ich überlege gerade echt, ob das so schlau ist. Aber wir machen das jetzt einfach mal. So, die Trauben. Erstmal. So, wir haben sozusagen hier bewässert. Dann suchen wir die Trauben. Das muss man ein bisschen trocknen. Die Trauben müssen auch bewässert werden und zwar für 3 Euro. Da sind wir nämlich schon bei 5 Euro insgesamt. Und dann nochmal bei 2 weiter. Oh, ich glaube, das ist ein hoher Betrag. Jeremy und du habt euch eine Pause mit einem leckeren Obstsalat verdient. Setzt aus. Okay. Dann sparen wir tatsächlich schon 5 Euro. Das ist irgendwie hier ein bisschen eng. Ich weiß nicht warum, aber ich muss das so machen. Aha, okay, ich muss das hier platzieren, damit das euch nicht blendet. So, ich weiß jetzt nicht gerade, wo es unterbrochen hat, aber ach, wurde mir schon wieder ein Update angezeigt. Ich habe eine 3 gewürfelt, bin hier drauf gelandet und zahle die Wasserrechnung in Höhe von 8 Euro. So, eine 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, das sind hier. Mal nebenbei, mein Spiel ist wieder online. Boah, ich habe so viele Nachrichten bekommen, das finde ich auch so süß von euch. Und zwar geht es hier um das tierische Abenteuer. Auch die Mini-Version ist jetzt erhältlich. Mal schauen, ich hoffe, das ist nicht so wieder so schnell ausverkauft. So, haben wir den Radieschen. So, die haben wir noch gar nicht eingepflanzt. Die werden jetzt eingepflanzt für 2 Euro.
So. Und dann nochmal für die letzte Woche. Da haben wir die roten Zwiebeln. So, das ist für 1 Euro. Weil nächstes Wochenende ist theoretisch eigentlich auch wie heißt denn das? Kein Februar mehr. Wie nennt man denn nochmal die Monate? So, das kommt erstmal rein. Kommt 11 Euro rein. Oh, nehmen wir doch. Oh, das wird wieder Probleme geben mit dem Wechselgeld, sehe ich gerade. Irgendwie rieche ich nach Hähnchen. Ich habe heute Hähnchenschenkel gemacht im Ofen, so ein bisschen gebraten. Und jetzt, ja, irgendwie rieche ich nach Hähnchen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Wenn man satt ist, ist es nicht mehr so gut. Eins, zwei, drei. Das erste, was ich mache, wenn ich das Video gedreht habe, ist unter die Dusche zu hüpfen, definitiv. Sind die hier. Clara arbeitet sich durch diesen Bücherstapel. Würfle eine 1 bis 4, dann wirst du fündig und sparst 5 Euro. Bei einer 5 bis 6 nimmt sich Clara das nächste Buch, ziehe weiter zum nächsten Buch und liest das eigenes Feld. War ja klar. Zum nächsten Buch ist hier. Dann ist das wieder das gleiche. Diesmal darf ich 5 Euro sparen. Eine 2. Ach, stopp, das war das nächste Buch. Das war. Okay, das wird nicht gespart, dann drehe ich das einmal, dann wird hier nicht gespart. Und dann dürfte ich 2. Auf dieser Kugel war ich noch nie. Clara findet eine geheimnisvolle Kristallkugel, untersucht sie gründlich, würfle einmal und spare die Augenzahl. Eine 6. Da haben wir 11 Euro insgesamt. So, beim Sparkaffee 1, 2, 3, 4, 5. Da sind wir bei der Milch gelandet. Und damit wir das hier alles nicht so vergessen, hole ich es direkt raus, damit ich die Kreuze setzen kann. So, da haben wir jetzt einmal die Milch. Können wir die hier nehmen? Dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir Kakao. 2 Euro. Wo haben wir denn Kakao? Ah, da hatte ich schon. Brauchen wir überhaupt noch Kakao? Ich glaube, das gab es nur einmal. Wahnsinn. Oder übersehe ich es gerade? Ach, hier doch, hier, hier. So, das sind 2 Euro. Und dann noch ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir nochmal Salz. Finde ich gut, dass ich 2,50 Cent habe. Ich mag nämlich keine krummen Summen. So, da haben wir hier insgesamt 4 Euro. Wie ist für euch bisher der Februar gelaufen? Erzählt mir mal in den Kommentaren. Wie ist der finanziell gelaufen und im Allgemeinen, wie ist er für euch gelaufen? Und gibt es irgendjemanden, der am 29. Februar Geburtstag hat? Das ist ja dieses Jahr Schaltjahr.
So eine ganz schlaue bin ich. Nee, aber Spaß beiseite. Gibt es irgendjemanden, der Schalter Geburtstag hat? Wenn ja, wie ist es für dich, wenn du eigentlich nur alle 4 Jahre feiern kannst? Wie machst du das vorher? Feierst du dann in der Nacht vom 28. auf den 1.? Würde mich sehr interessieren. So, Start sind 4 Euro. Dann haben wir das Fragezeichen. Juhu. 4 und 6. Das ist hier brauner Zucker. Sind 2,50 €. Wo brauche ich braunen Zucker? Hier. So. Und dann noch einmal eine 2 sind 1 Euro. Das ist Mehl. Mehl. So, dann haben wir 5, 7,50 €. Der Kleine rebelliert schon wieder, ich schau das. So, da sind hier 35 Euro. Da haben wir. Ach, ich dachte schon, irgendwie ist da was falsch. Zehn, 20, 25, seht ihr, und jetzt fehlt mir das schon. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier wechseln können. Habe ich da überhaupt noch Geld drin? 10, 20, 30. Das ist nicht schlimm, dann nehme ich das Geld. Erstmal brauche ich nämlich. Rest kann ich auch noch mal abheben. So, jetzt sind das 35. Spartett. Wollte ich eigentlich mal ein neues Spiel? Ach, damit habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe das noch mal bei der Steuer mein neues Spiel. Tierisches Abenteuer, ja. Oder so. Eine 5. Da haben wir 57 Millionen hier eins, also hat der gewonnen mit 5,50 €. Och, meine Hand sind aber auch manchmal echt überall. Ich muss sagen, also der Kleine, der ist wach, der ist gerade bei seinem Papa. Ich bin nämlich nach Hause. Also ich habe den Kleinen abgeholt. Also ich war zuerst arbeiten. Dann habe ich, war ich einkaufen, dann habe ich den Kleinen abgeholt. Und ach, dann brauche ich ja noch hier noch. Genau. Lassen wir mal hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das war. Ich meine, das war ein Betrag. So war das, oder? Ja, das war das. Genau, und dann habe ich gerade die ganze Zeit gekocht und jetzt haben wir mittlerweile 18 Uhr irgendwas. Wir haben gerade gegessen und normalerweise drehe ich ja lieber, wenn er schläft, weil dann verbringe ich ein bisschen Zeit mit ihm, aber der ist gerade so rebellisch unterwegs. So eine 2. Der hat wieder gewonnen, wieder 55. Kommt, und jetzt nehmen wir mal zwei andere Karten. Wir ziehen einfach so. Dann nehmen wir die hier mal weg. Haben wir mal wieder andere. Eine 5. 1. Union Endlichkeitszeichen. Das Unendlichkeits-Ups-Zeichen gewinnt immer. Und ich glaube, das sind 10 Euro. Hätte ich noch nicht gewechselt. Ja, 10 Euro. Wahnsinn. Das ist viel. Das heißt, das sind insgesamt 21 Euro. Könnt ihr das sehen, wenn das hier ist? Ja, kann man noch sehen.
Jetzt bin ich bereit. Eine 3. 1, 2, 3. Wolle vom Alpaka kuschelig und flauschig, leider auch ziemlich teuer. 5 Euro. Haben wir das hier irgendwo? Nehmen wir lila. Eine 1. Da sind wir auf Start. Ich glaube, da kann ich nochmal würfeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder. Und eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind auf der pinken Wolle gelandet. Das sind 2 Euro. Und dann haben wir insgesamt 12 Euro. Ich hoffe, weil ich jetzt nicht so schnell immer rechne, dass ich mich hier vertue. Aber ich weiß, ich kann mich immer auf euch verlassen. Und wenn irgendwas ist, schreibt mir das immer rein. So, 12 Euro sollen noch rein. Haben wir denn hier 3? Ja. So, kann ich sonst irgendwas hier wechseln? Nee. Kann ich nicht. So, ich glaube, das habe ich hier bald beendet. Da ziehe ich mal die Kärtchen. Wo habe ich denn die Kärtchen? Oh, das habe ich hier kaputt gemacht. Oh, das war mein kleiner bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja hier große und kleine Beträge geschickt bekommen von der lieben Niki. So, da ziehen wir 3 Werte jetzt. Eins, aua, das war viel. Und zweites, aua. Und 8 Euro. Das ist eine Menge Geld. Ich glaube, dann streiche ich das hier. Ich glaube, wenn ich die jetzt sehe, muss ich jetzt wegmachen. Ich bin mir unsicher, aber wisst ihr, ich habe so viele Spiele, dass ich teilweise manchmal ganz schnell hinterherkomme. Also einmal haben wir das gezogen. Dann haben wir das. Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr. Ich jedenfalls sehe es nicht mehr. Und das da sehen und ja, doch, das habe ich hier. Und das da sehe ich nicht. Nee, wir sind nicht schlimm. So, das sind 24 Euro. Wahnsinn. Das ist ein hoher Betrag, würde ich mal behaupten. Hört ihr die? Die schreien genauso vor unserem Fenster. Fehlt mir hier was? Nee, ah, das sind, wir sind drüber. Das ist ganz gut, da kann ich nämlich wechseln. So, da sollen 106 Euro rein. So, 106 Euro. Und die 20 Cent selbstverständlich. Das war's mit diesem Bein da. Der geht immerhin noch zu. So, dann geht's weiter mit Herbst. Das war Herbstzauber, oder? Nee, Herbstzauber kommt erst. Das ist es dann nicht, dann ist es wohl der andere. Das Spiel spiele ich nicht hier. Da haben wir gesagt, das kommt in meinen Steuertopf. Eigentlich muss das hier langsam raus, weil da ist für mich auch die Luft raus. Ich fühle den Herbst nicht mehr. Huch, Entschuldigung. Eine 4. 1, 2, 3, 4.
eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eine 3. 1, 2, 3. Mach einen erholsamen Spaziergang oder spare 10 Euro. Ich glaube, ich mache einen erholsamen Spaziergang, weil ich habe bei den anderen echt genug Geld reingemacht. Das wären 2 Euro. Auch oder ich spiele das so lange, bis ich es hier beendet habe. So, das, da hatte ich den Magneten rausgenommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo mein Magnet ist. Deswegen nehmen wir hier der gerade nicht passende. Ich hoffe, nächste Woche denke ich daran. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Yes! Das bedeutet, wir sind auf dem Kartenfeld gelandet. Und für die, die es noch nicht kennen, ihr müsst dafür das Spielbrett nicht haben. Ihr könnt auch nur die Klappkarte und die Karten kaufen. Das ist dann nur eine Challenge und kein Spiel. Upsala. Ach, wisst ihr was? Wozu? Ich weiß sowieso nicht, wo was ist. Ich ziehe einfach irgendwas. So. Erstens. Ach so. Ja, ich muss dann nochmal würfeln, sonst geht das nicht. So, wir machen erstmal das. Wir haben jetzt, ich hatte hier gesagt gehabt, ich würde gerne bei denen entweder 10 oder 15 sparen. Ich glaube, ich mache echt 10. Sonst wird mir zu viel. K, also der König und hier. Den hatte ich schon mal. Das heißt, ich darf nur die Hälfte sparen. Schade. Schade, Marmelade. Da kann ich ja gar nicht das wegmachen. So, dann haben wir eine 2. Das sind 5 Euro. Und dann eine 1. Das ist. Einmal aussetzen. Ja gut, dann zu früh gefreut. Nicht schlimm. Kommen jetzt 10 Euro rein. 10, 20, 30, 40. Perfekt. Und ich habe vergessen und habe sie da reingetan. Ich brauche das ja noch hier. Plus 10 Euro und dann haben wir 56 Euro drin. So, dann haben wir Perlen vor die Säue. So, da haben wir einmal. Was ist das hier? Das ist rosa. Ach, ups. Dann haben wir blau, sind 1 Euro. Und dann haben wir lila, sind 5 Euro. So, wir hatten einmal rosa. Muss jetzt mal schauen. Lila und blau. Das doch so. Ja, ich habe drüber gemalt. Zu meinen Kindern in der Klasse sage ich immer nicht drüber malen, wir sind nicht im Kindergarten. Also natürlich schon ein bisschen netter, aber jetzt mache ich das selbst drüber. Jetzt verstehe ich schon mal, dass meine Kleinen das immer so eilig haben. Das sind insgesamt, oh, insgesamt 10 Euro.
So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen Glück haben und hier auf den Totenkopf kommen. Ich meine, ich habe ja dreimal die Möglichkeit. Eine 3. Ach, naja, gut, ich stehe hier. 1, 2, 3, das ist der Papagei. Coco ist eine stetige Begleiterin. Gerade erkundet sie die Umgebung und würfel noch einmal und ziehe weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mist. 1 €. Bitte, bitte, lieber Gott, lass mich eine 1 würfeln. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Wieder der Papagei. Das heißt, ich darf nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder der Papagei. 1, 2, 3, 4. Das ist der Trank. Der letzte Sieg wurde gebührend mit Rum begossen. Nun ist die Hälfte deiner Mannschaft schlecht. Geh 3 Felder zurück. 1, 2, 3. Dein Schiff gerät in den Sturm. Würfelst du eine gerade Zahl? Okay, gucken, wir würfeln direkt. Eine gerade Zahl schaffst du es, dein Schiff aus dem unruhigen Gewässer zu manövrieren, würfel erneut und ziehe weiter. Okay. Wieder 1 €. Ach, so viel gewürfelt und am Ende komme ich nicht mal auf meinen Totenkopf. Und dann eine 2. Und dann muss ich wieder zurück und dann soll ich. Diesmal ist es ungerade. Und ziehe, bei einer ungeraden Zahl sinkt das Schiff, beginne von vorne. Tja, das nennt man Pech, Leute. Das nennt man einfach Pech. Okay. Ich habe keine 5 € mehr dafür. Kann ich hier was wechseln? Nee, leider nicht. 45. Okay. Ich dachte, ich kann hier 50 daraus machen. Nächste Woche wahrscheinlich. Und weiter geht's. Oh no, 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 no. Komm zurück. Bleib schön hier. So, da hatte ich das hier gelassen. Dann gucken wir mal. Okay, so geht das natürlich auch. Jetzt habe ich hier natürlich keine Nadel. Nee. Aber ich habe doch dieses Ding, womit man alles freirubbelt. Leute, wisst ihr, wie man das hier nennt? Ist es ein Schieber? Ist es ein Dingsbums? Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich glaube, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Okay, Leute. Dafür bräuchte ich irgendwas Spezielles. Ach, das sind ja mehrere. Ich glaube es nicht. Ich habe Angst, die Karten dazu zu zerstören. Komm schon, Geist. Okay, ich mache es immer nur noch tiefer. Ich habe hier leider keine Nadel, das heißt, es muss sie aussetzen, das eine Ding. Ich will auch die Karte nicht kaputt machen. So, da haben wir die Katze bei der Vergangenheit. Das bedeutet die Katze bei der Vergangenheit. Du blickst der Katze tief in die Augen und vergisst die letzte Zukunftswahrsagung. Das war die letzte Zukunftswahrsagung. Das war bei dem schönen Haus. Wahrsagungen sind unberechenbar. Zufall entscheidet, ob du 2 € zusätzlich oder weniger sparst. Tja. Ich glaube, damit ich mich nicht komplett verwirre, fange ich einfach von vorne an. Und mach diesmal nur die Gegenwart. So, bei der Gegenwart ist es der Kessel. Spare 3 €. Mach das einfach so. So. Mal jetzt nur Gegenwart. Dann das hier, dieses Amulett. Ich glaube, konzentriere dich auf die Macht des Amuletts, um den heutigen Sparbetrag zu erfahren. Rubble einen Teil des Amuletts frei. Cool. Das habe ich noch nie gemacht. Rubbelding, komm her. Wollen wir nehmen mal das. So, das sind, ups, 6 € und ein letztes Mal. Ich weiß, Leute, ich mache es mir irgendwie gerade zu einfach. Oh, ich habe sie schon ein bisschen beschädigt, gerade beim Versuch. Seht ihr das?
Mist, dann muss ich gucken, ob ich es nochmal laminieren kann. Das Haus, das war ganz hinten. 2 €. Somit sind das 11 €. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, das hier wieder reinzutun, aber wir machen das jetzt einfach mal auf eigene Gefahr, auf eigene Dummheit. Okay. So, was haben wir hier? Was hatten wir gesagt? 11 €. So, und wenn das hier ein bisschen trocknet, trinke ich ein Schlückchen, weil meine Stimme verschwindet. Wenn man den ganzen Tag laut in der Schule redet, das heißt laut, ich schreie ja nicht, aber man muss schon laut und deutlich reden, damit alle einen hören. Und teilweise muss man auch die Schüler immer mal ein bisschen übertönen. Da merkt man schon mit der Stimme. So, das Sparkaffee. Würfeln, wir würfeln. Oder? Wir würfeln einmal. Also einmal 2 €. Der gibt sich doch ganz gut. Einmal rubbeln. Rubbelding, komm her. Das sind 4 € und einmal abstreichen, so, da hatten wir jetzt 6. Das und dann haben wir nämlich jetzt 10 € insgesamt. Ja, und jetzt füllt meine Tasche einfach um. Das geht natürlich auch. 20 €. So, ich bin ja vom Sternzeichen Waage. Rubbelding. Heute wird ganz viel Rubbelding im Einsatz sein, habe ich das Gefühl. Deswegen ist es umso schöner, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr wisst, wie es heißt. So, 9, das ist mir schon zu hoch, deswegen mache ich nur noch 1. Da haben wir einmal eine 9, einmal eine 5 und einmal setze ich aus. So, der Braumeister, der liebe Andreas, da hatten wir wieder Spiele getauscht. Er hat mir einige geschickt und ich ihm, aber dadurch, dass mein Kleiner so krank war, hatte ich überhaupt gar keine Zeit, irgendwie irgendwas auszudrucken oder sonstiges. Ihr merkt ja allein schon, mein Etsy-Shop ist ja 2 Wochen geschlossen gewesen. Jetzt, wenn ihr es seht, hat er wieder geöffnet. Also ihr merkt, ich hatte wirklich überhaupt gar keine Zeit gehabt. So eine 6 und eine 3, das ist der Geist. Der Geist. Ah, hier, Ektoplasma, 2 €. Dann haben wir den hier einmal für die Klarsicht. Dann 3 und 5, wieder den Geist, wieder 2 €. Oder wisst ihr was, wir machen mal 5 und 2, das ist die Kröte. Die Kröte sind auch 2 €. Okay. Die haben wir hier, ups, hallo.
Ja, der liebe Andreas hatte mir schon angeboten, es mir zu schicken. Also als Print, das wäre natürlich schlauer gewesen, weil dann hätte ich das jetzt. Ich muss mal schauen. Weil er hat echt tolle, tolle Spiele aktuell. 3 und 6. Das sieht aber ekelhaft aus. Was ist denn das? Trollpopel. Hatte ich mir, und dann wollte ich aber nicht, dass er ja, Versand zahlt extra für mich und dann auch noch ausdrucken muss. Aber tatsächlich war das leider ein Fehler, weil jetzt habe ich es halt nicht da. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich jetzt echt schauen, dass ich es in nächster Zeit ausdrucke, damit ich spielen kann. Warum will ich auch die Spiele unbedingt? Und wir tauschen immer. Also ich schicke ihm ein digitales Spiel und er schickt mir dann immer eins. Weil ich finde immer, ich will von ihm das auch nicht so einfach annehmen. Da habe ich mal so ein schlechtes Gewissen. Aber wenn wir tauschen, dann ist der immer, Gott sei Dank, begeistert von meinem Spiel und ich immer von seinem. So 14. So, dann geht's weiter mit der Höhlenforschung. Eine 6 haben wir hier. Dann nochmal eine 6. Haben wir hier nicht, aber hier. Und eine 2. Dann müssen wir das hier nehmen. Plus haben wir 14. Dann haben wir insgesamt 28 Euro drin. Hey, wie viel brauche ich jetzt? Dann brauche ich doch hier. Gott sei Dank habe ich genug 2-Euro-Stücke. Dann haben wir die magische Reise. Das ist eine 4. Klingt logisch. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir die 4 Euro. Oh, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe eine 6 gewürfelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir die 3. Und eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Einen guten Hexenhut braucht jede gute Hexe. Er kostet 7 Euro. Wieder 14 insgesamt. Hey. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir hier wieder wechseln? Kommt, wie gerufen. So, die 3 lassen wir drin. Habe ich denn richtig gerechnet? Ich meine, ja. Ja, müsste richtig sein. Perfekt. So, dann haben wir die süße Kira. Ich glaube, die beende ich diese Woche. 9. Sechs und 10. Egal, wir beenden das diese Woche. 10 und Autsch. Schmerz lass nach. Und 7. Das, da habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Und insgesamt müsste man dann haben, sehr Überraschungsbetrag. Okay, 50 Euro. Da habe ich alle größten Zahlen wohl heute. So, das muss ich hier. Ach, ich muss sowieso saugen. So, kann das stimmen? Ich habe hier 10, 15, 18 Euro. Das kann eigentlich nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wo ist mein Taschenrechner? 18 plus 9 plus 6 plus 7 sind 40.
Stimmt, nochmal die Fehler erzählen. Das heißt, wir machen das so. Das beenden wir hier an dieser Stelle. Und das zahle ich ein. Ich habe ja ein Inkbankkonto mit einem Unterkonto zum Thema Notgroschen. Upsala. So. Und das hier lasse ich aber, weil ich habe dir doch von der lieben Susan ganz viel zugeschickt bekommen. Und was nehmen wir denn davon? Das lasse ich, weil da habe ich ja was Ähnliches mit dem Sparkaffee gehabt. Ach, das sind so viele schöne. Ich glaube, dann nehme ich das da mal. Oh. Ich glaube, das gehört. Kann das sein, dass das alles zum Spiel gehört? Nicht, dass ich da was Falsches mache. Ich glaube, das gehört alles hier zusammen. Wenn ihr das Spiel habt, schreibt mir das gerne unten rein. Oder Susan, falls du das hier gerade siehst. Ich glaube, die hier gehören alle dazu. Das sind keine einzelnen Challenges, meine ich. Mache ich jetzt erstmal hier rein. Das finde ich auch besonders süß. So, das ist. Und dann mache ich nämlich so, dann weiß ich für das für den nächsten Monat. Frosch König zieht dann ein. So. Dann haben wir meinen romantischen Spaziergang. Eine 5. Dann eine 4. Nehmen wir mal eine andere Farbe. Also ich habe mich einfach spontan entschieden, dass ich es bunt mache. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur zum Beispiel durchkreuzen oder ankreuzen oder rot, damit das so farblich alles passt. Und dann nochmal ein letztes Mal eine 1. Das sieht ja nicht so schön aus, wenn man das so macht. So, eine 1. Dann haben wir hier, ach, das ist ja hier mein, das habe ich euch ja schon gesagt, wenn ihr das kauft, gibt es ja hinten, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber es schaut ja immer wieder neu dazu, gibt es hinten natürlich noch einen Spartracker, sowas. Das war jetzt hier mein Probeding, wie ich es mal ausprobiert habe und da habe ich es einmal ausgedruckt, um zu sehen, wie sieht die Qualität aus, sind die Farben satt genug und so weiter. Und deswegen hatte ich das erstmal ohne. Ich wollte halt ein bisschen Farbe drucken, weil ich wusste, jetzt der Tracker in Schwarz, der wird gut aussehen. So, jetzt schauen wir mal für die zweite Woche. Da haben wir 10, 6, 50, 59, 15, 6, 5, 5, 11, 10, 9 und 5. Da haben wir 92 Euro. Dann für die dritte Woche. Haben wir 70 Euro. Ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht. 70 Euro. Und ich glaube, hier habe ich am wenigsten gespart, weil hier habe ich ein bisschen ausgesetzt. So 7, 57. 7, 4, 3, 24 und 1. Ja, dachte ich mir schon. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Das stört mich gar nicht, weil wenn man halt für 3 Wochen spielt, ist es halt ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das nächste Video wird auf jeden Fall, denke ich mal, erstmal wie immer sonntags der 50.000 Euro Plan. Da wollen wir uns schon treu bleiben. Und vor allem euch. Und ich schaue mal, dass ich dann wahrscheinlich so Dienstag Steuer-Sinking Plan Sky Challenges mit euch mache. Dann kann ich auch ein bisschen mehr Geld hier abheben. Und es kommt auf jeden Fall noch ein Monatsabschluss. Hey, ihr habt immer nur eine Woche vom Februar mitbekommen. Und ich kann euch eines sagen: Es ist super viel.
viel passiert. Also bleibt gespannt, hinterlasst gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar und ein Abo. Damit unterstützt du mich wirklich super sehr. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.